Emre Mor, ein Junge, der schnell berühmt und reich wurde, ein Junge, der mit dem Ruhm nicht klar kam, ein Junge, der kurz vorm Aufgeben war, aber dennoch ein Junge, der versucht, sich zurückzukämpfen. Was ist nun mit Emre Mor? Emre Mor, ein Mann, der so viele Möglichkeiten erhalten hat. Wir Türken nannten ihn den türkischen Messi und hielten ihn für etwas ganz Großes. Als der dribblingstarke Emre Mor das erste Mal das Trikot der Nationalmannschaft trug, waren wir alle stolz. Der Bruder wird alles auseinandernehmen, waren mal meine Worte. Lass uns gemeinsam über die Karriere von Emre Mor sprechen. Emre Mor kam 1997 in Dänemark auf die Welt. Sein Vater stammt aus der Türkei und die Mutter aus Mazedonien. Emre lebte bis zu seinem 15. Lebensjahr bei seinem Vater, bis der Vater aufgrund eines verursachten Unfalles in den Knast wanderte. Anschließend kam noch die Verletzung von Emre Mor. Trotz der ganzen Nachteile gab Emre Mor nicht auf und trainierte nach seiner Verletzung hart, um seinen Traum zu verwirklichen: Fußballprofi werden. Mit 9 Jahren spielte er im Verein Lyngby. Mit 16 Jahren wurde Emre Mor zu einem Probetraining nach Frankreich zum Verein Saint-Étienne eingeladen. Im Probetraining konnte der Bruder nicht überzeugen und wurde zurück nach Dänemark geschickt. 2015 endete der Vertrag von Emre beim Verein Lyngby. Lyngby fand Emre Mor nicht gut genug für die A-Mannschaft. Emre Mor einigte sich anschließend mit dem Verein Nordsjælland. Emre Mor feierte sein Debüt in der U21 der türkischen Nationalmannschaft am 29.03.2016. Bis er berufen wurde, kannte ihn fast keiner. Das Spiel endete 5-0 für die Slowakei, in dem Emre Mor 90 Minuten auf dem Platz stand. Anschließend spielte er nie wieder ein Spiel für die U21. Nicht weil er zu schlecht ist, sondern weil er gut genug ist für die Nationalmannschaft, also für die erste. Was für ein Gefühl muss das sein? Stellt euch mal vor, ihr seid nur ein halbes Jahr lang Profi und werdet zur Nationalmannschaft berufen. Bei seinem Debüt war Emre Mor gerade mal 18 Jahre alt. Zu den Zeiten waren viele Mannschaften an Emre interessiert, einer davon Galatasaray. Der damalige Trainer Mustafa Denizli wollte Emre Mor unbedingt in seiner Mannschaft sehen. Das Angebot von Galatasaray an Nordsjælland sah so aus: Emre soll für eine Woche in die Türkei ins Probetraining kommen. Wenn er uns gefällt, zahlen wir 500.000 Euro Ablöse für ihn. Dieses Angebot wurde abgelehnt. Durch den Hype von Emre wurde sogar die Mutter von Emre interviewt, die bekannt gegeben hat, dass Emre ein Galatasaray-Fan ist bzw. war. Laut türkischen Medien waren die Vereine Manchester United und Ajax zur selben Zeit interessiert an Emre. Die Diskussion um Emre wurde dann am 1.7.2016 komplett beendet. Der BVB nahm Emre für 5 Jahre unter Vertrag und zahlte knapp 10 Millionen Euro Ablöse. Einfach heftig. Am 23.11.2015 bekam Emre seinen ersten Profivertrag und keine 8 Monate später ist er offiziell BVB-Spieler. Die Meinungen über Emre waren sehr unterschiedlich. Ein ganz großer Fußballstar. Das waren die Hoffnungen der Türken und der BVB-Fans und das Ziel von Emre Mor. Es waren sich aber auch einige einig, dass Emre ein talentierter Kicker ist, aber sein egoistisches Handeln, sein kleines Fußballverständnis und auch seine unnötigen Dribblereien, die zwar geil aussehen, aber keinen Erfolg haben wird. Aber schauen wir mal weiter. In seinem Bundesliga-Debüt gegen Darmstadt spielte Emre Mor 26 Minuten und schoss sogar ein Tor. Im Spiel gegen Hertha kassierte er eine unnötige rote Karte. Durch die Rotsperre, durch Rücken- und Muskelprobleme und durch Erkältung fehlte Emre Mor in einigen Spielen. Damit waren weder die Fans noch Tuchel glücklich. Den Durchbruch beim BVB hat Emre Mor nie geschafft. Als Emre gespielt hat, hatte er immer zwar gute Ideen, wie er die Leute austribbelt, allerdings gingen die Ideen aus, wenn es um den Mannschaftssport ging. Tuchel sprach sogar auch in einem Interview über Emre. Emre ist ein außergewöhnliches Talent, von dieser Meinung gehen wir auch nicht weg. Er hat einfach Dinge, die einfach offensichtlich sind. Sein Tempo, seine Beschleunigung, seine außergewöhnliche Technik und natürlich sein offensives 1 gegen 1. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ihn aus seinem Heimatland rausgeholt haben. Er muss eine neue Sprache lernen, er muss eine neue Kultur kennenlernen, er muss nicht nur einfach kommen und Fußball spielen, er muss den ganzen Beruf lernen. Auf dem allerhöchsten Niveau. Er muss lernen, was es bedeutet, Profi zu sein. Dass es weit darüber hinausgeht, nur Talent zu haben. Er gibt sich Mühe ohne Ende und wir werden nicht aufhören, ihn zu unterstützen und zu fördern. Er muss geduldig bleiben, auch wenn ich weiß, dass es ihm schwerfällt.
Emre hat's beim BVB nicht geschafft und wechselte für 13 Millionen nach Spanien zu Celta Vigo. Allerdings lief es beim spanischen Club nicht besser. In der gesamten Celta Vigo-Karriere spielte Emre Mor 52 Mal, traf zweimal das Netz und legte nur viermal vor. Er spielte unter drei Trainer bei Celta und alle sagten das Gleiche. Emre Mor ist super talentiert, benimmt sich aber nicht wie ein Profi. Emre dachte, er wäre ein König. Er ließ mit seinem Namen und der Nummer 7 einen Königsstuhl bauen und gab auf Instagram per Bilder damit an. Er benahm sich manchmal wie ein Influencer. Emre Mor stand bei einem Spiel aufgrund einer Verletzung nicht im Kader. Am selben Abend postete Emre Mor auf Instagram, wie er mit einem Ball spielt und zum Schwimmen in seinen Pool springt. Der Verein nahm ihn anschließend vom Kader runter. Er machte sich auch über die Zuschauer lustig. Nachdem er viele Kommentare erhalten hat, dass er sich ändern soll und so weiter, postete er folgendes auf Instagram. Sie sagten, ich soll mich ändern, also änderte ich meine Haare. Mit gefühlt 30 Saçmasapan Emojis. Hör auf damit, Emre. Emre Mor wechselte per Laie erst zu Galatasaray und anschließend zu Olympiakos. Bei beiden Vereinen überzeugte er kaum. Anschließend wechselte Emre Mor zu Fatih Karagümrük. Unter Trainer Volkan Demirel spielte Emre Mor eine gute bis sehr gute Saison. In der Saison schoss er 6 Tore und lag 4-mal vor. Volkan Demirel, der vor kurzem noch ein Fußballer war, brachte ihm anscheinend das Profileben bei. Er wechselte für 2 Millionen Euro Ablöse zu Fenerbahçe, wo er auf 42 Einsätze kam. Er traf dort 6-mal und lag 3-mal vor. Emre spielt seit 2 Jahren mehr für die Mannschaft als für sich selbst. Das unnötige Dribbling ist kaum noch zu sehen. Auch wenn er als Rotationsspieler geplant ist, spielt Emre Mor eine wichtige Rolle im Verein. Emre Mor ist noch 26 Jahre alt und hat noch ein paar Jahre. Glaubt ihr, Emre Mor wird noch einen Schritt Richtung Top 5 Ligen machen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr Video- oder Verbesserungsvorschläge habt, lasst es mich gerne wissen. Bis dann.